Hallo zusammen. Hier noch kurz ein paar Hinweise zum korrekten Gebrauch der Prüfvorrichtung. Als erstes sollten Sie die Mutter abschrauben und gucken, ob die Vorrichtung auch wirklich im Gleichgewicht ist. Wenn alles stimmt, schrauben Sie die Mutter auf und zwar genau auf 85 mm Abstand. Zählen tun hier die Mitte der Welle und die Mitte der Mutter. Jetzt fällt der Arm natürlich von alleine runter. Dann können Sie die Feder einbringen. Dazu schrauben Sie hier oben die Schraube ab und nehmen einfach die Welle raus. Können Sie Ihre Feder hier aufstecken und die Welle kommt zurück in die Vorrichtung. Alles zudrehen. Wunderbar. Das sieht man jetzt natürlich schlecht, aber der Dorn hier oben muss genau auf den Federdraht aufsetzen. Wenn die Vorrichtung waagrecht steht und ab dort muss sie sich dann genau 20 mm absenken. Und das war's auch schon. Viel Spaß beim Testen.